Mein Name ist David Boller, ich bin Comiczeichner von Beruf und von Passion habe ich nie etwas anderes gemacht in meinem Leben. Ich bin in Zürich geboren und habe fast 20 Jahre in New York gewohnt. Ich habe die Hefte gesehen im Kiosk. Meine Eltern erstaunlicherweise keinen Fernseher kaufen, aber mit Comics kaufen haben sie kein Problem gehabt. Und ich habe die Sachen gesehen und ich habe gedacht, ja, so etwas will ich auch mal machen. Ich bin dann heimgegangen und habe versucht zu zeichnen. Es hat überhaupt nicht so ausgesehen wie die Hefte, die ich im Kiosk gekauft habe. Aber trotzdem, ich habe gefunden, das ist etwas wirklich Lässiges, das will ich machen. Und dann relativ früh schon, also ich würde sagen, als ich etwa 6, 7 war, habe ich mein erstes 64-seitiges Hefte gemacht, mit kleinen Tierfiguren natürlich, wie ein 6-Jähriger halt zeichnet. Aber da habe ich gemerkt, das ist Arbeit und es braucht ein bisschen Durchhaltewillen. Aber am Schluss hat man dann ein Produkt und das hat mir schon immer gefallen. Ja, mein beruflicher Werdegang ist ein bisschen komisch, weil ich habe original eigentlich das Gimmick gemacht habe. Den Abschluss, da haben wir noch hocken geblieben. Ein bisschen spät abgeschlossen dann. Und dann versucht natürlich wieder einmal in die Schweizer Kunstgewerbeschule zu gehen. Aber Kunstgewerbeschule hat etwas anderes im Sinn gehabt mit mir. Ja, ich habe in Zürich versucht reinzukommen, nicht reinkommen. Luzern versucht reinzukommen, nicht reinkommen. Dann habe ich gemerkt, ich und Kunstgewerbeschule, das wird nichts. Und ich habe eine Anzeige gesehen, ein Heftchen, so ein Superheldenheftchen in den USA, für eine Comicschule in Amerika. Also eine exklusive Comicschule, die nichts anderes macht als Comics. In New Jersey. Und ich habe dann dort mal hingeschrieben, dann ein Paket bekommen, das war nicht so teuer gewesen. Und statt Zürich, erstaunlicherweise, hat man ein Stipendium gezahlt für Kunstschule, Comicschule in Amerika, aber Kunstgewerbeschule hat es mir nicht wollen. Und dann bin ich nach Amerika gegangen. Ich habe eigentlich schon, seit ich etwa 24 bin vom Comiczeichnerleben, ich habe relativ schnell in den USA auch Arbeit bekommen. Also innerhalb von ein paar Wochen habe ich Arbeit bekommen von Marvel Comics. Das ist der Verlag, der Spider-Man macht. Und mein zweiter Auftrag war Spider-Man-Heft. Also ich bin sehr, sehr schnell dort reingekommen. Und obwohl die jetzt nicht super zahlen, als 24-Jährige ist es eigentlich genug gut gewesen, dass man kann sagen, ja doch, man kann eigentlich davon leben. Die Connection zu Marvel ist entstanden, weil ich einen Redakteur stundenweise am Comic Festival in Luzern kennengelernt habe. Der war in der Schweiz auf Reisen und ich habe mit dem angefangen zu reden und so. Und er hat gesagt, ja, wenn du mal in New York bist, dann gib mir das Telefon. Als ich da war, habe ich angerufen und er hat sich an mich erinnert. So habe ich meinen ersten Termin bekommen und dann eigentlich gerade Arbeit bekommen. Bei Marvel Comics ist es eine extreme Firmenunterteilung eigentlich, also Factory-Industry-Zeug eigentlich. Also einer macht Skript, also das Schreiben, der Plot hauptsächlich. Einer macht Bleistiftzeichnungen, einer macht Tusche, einer macht Farbe, einer macht Schrift und dann wird das ganze Produkt sein. Es sind etwa 5-6 Leute, die am Hälfte beteiligt sind. Und ich, wenn man normalerweise gut kann zeichnen, ist man eigentlich eher so im Bleistiftbereich. Also ich habe auch versucht, zum Beispiel Tuschearbeit zu kriegen für 10 Jahre. Mir hat niemand eine Tuschearbeit gegeben. Jedes Mal, wenn sie gesehen haben, dass du gut hast können zeichnen, oh ja, Bleistift zeichnen. Oder? Weil die sind viel mehr gefragt. Das ist auch viel schwieriger. Sie können nicht so viel machen. Und Bleistiftzeichnungen ist auch ein bisschen die ganze Geschichte aufteilen. Also es ist nicht nur Zeichnen, sondern man muss auch Storytelling haben zum Beispiel. Also das heisst, man kriegt das Skript vom Autor. Und gerade im Marvel-Fall ist das extrem locker. Also das ist nicht mal ein Skript, es hat keinen Dialog drin, sondern das ist eine Art wie ein Roman. Also es wird einfach so locker beschrieben, oder? Und das ist damals, Marvel hat das eben so anders gemacht, weil die haben das Gefühl gehabt, es ist besser, wenn der Zeichner Freiheit hat und dann der Autor später Zeichnungen bekommt und dann Dialog aufgrund von Gesichtsausdrücken macht, dann stellt die andere richtig, oder? Es gibt, sagen wir mal ganz ehrlich, jemanden, der wirklich Superhelden zeichnet das ganze Leben, will eigentlich nur seine Kindheit wieder erleben, oder? Also mein Superhelden, es ist kindisch. Die schlünden sich Köpfe zu einem gewissen Gut. Sie sind ein bisschen erwachsener geworden. Es gibt jetzt Watchmen, es gibt den Dark Knight. Sie sind jetzt böse geworden und dunkel geworden. Aber im Prinzip ist es immer noch die gleiche Aggression, die gleiche Kindlichkeit, die dahinter ist irgendwie. Und für mich ist das so, dass ich sehr viele andere Sachen Interesse habe. Also das ist ein Comics, selber ehrlich gesagt, ich kaufe relativ wenig Comics. Ich lese eigentlich lieber Roman oder Non-Fiction. Und mein Interessenberg ist so wahnsinnig gross, dass ich eigentlich von überall her Sachen herziehen kann. Also ich habe zum Beispiel auch, darf ich mal zeigen, ein Buch über Tuareg, das ich gemacht habe. Ich habe ein Buch über Afrika, das sind relativ exzentrische Kurzgeschichten, so im schwarz-weiß Stil. Das ist jetzt das typische Fantasy-Ding, das ist jetzt so eine Jugendsünde, die ich in Amerika gemacht habe, sehr schön gezeichnet, aber ist halt Fantasy. Und dann mit zweitletzter Schlag ist eine Superhelden-Version von Wilhelm Tell. Das hat ja sehr viel Beifall gefunden in der Schweiz.
Das ist wirklich zeichnet, eigentlich wie vom Stil her, wie ein Marvel-Heftchen. Aber er ist natürlich sehr schweizerisch, hat auch sehr viel Lokalkolorit, vor allem wenn er von Zürich ist. Und das haben sehr viele Leute lustig gefunden. Also Inspirationen gibt es genug, das wird man nicht so schnell ausgehen. Seit ich wieder zurück bin in der Schweiz, hat sich meine Situation sehr, sehr zum Positiven geändert, im Sinn, dass ich jetzt eigentlich der grosse Fisch im kleinen Teich bin. Und sehr, sehr viele Zeitungssachen sind geschrieben worden über mich, seit ich in der Schweiz, einfach auch durch meinen Exotenstatus. Ich habe ja auch jetzt angefangen, selber zu publizieren, also ein bisschen Schleichwerbung da reinbringen. Mein autobiografischer Comic von meiner Zeit in Amerika ist jetzt gerade vor letzten Monat rausgekommen eigentlich. Und das ist jetzt auch im eigenen Verlag. Also ich arbeite prinzipiell nicht mehr mit Verlag, das muss ich sagen, also nichts mehr. Außer jemand kommt wirklich mit einem Lastwagen voll Geld. Sorry, es geht ums Geld auch ein bisschen. Aber sonst geht das einfach nicht. Das ist hauptsächlich auch wegen der rechtlichen Situation. Ich habe einfach keine Lust mehr, das Recht abzugeben. Jetzt sehr viele Sachen sind Auftragsarbeiten, die ich mache zum Beispiel. Also durch das, dass ich eigentlich wirklich in der Schweiz der Einzige bin, der Superhelden adäquat umsetzen kann. Zum Beispiel, ich habe viele Werbeaufträge, die mit solchen Sachen zu tun haben bei mir. Sie finden niemanden in der Schweiz, der den Stil so gut drauf hat eigentlich. Und das gibt mir dann so ein bisschen ein Monopol auf diesem Gebiet. Und es ist so, dass eigentlich heutzutage die Leute mich finden. Und ich eigentlich, seit ich in der Schweiz bin, keine Werbung mehr so wie ich selber mache. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe eine Webseite, eine Webcomic-Seite, die erste Webcomic-Seite in der Schweiz. Wir verlegen die 3 Sprachen. Wir haben auf dem deutschen, nur auf dem deutschen Bereich schon 1500 Seiten drauf. Das ist natürlich eine super Visitenkarte. Meine Situation ist jetzt eigentlich eine komfortable, weil ich habe mich jetzt geschäftlich so installiert, dass wenn wir einen Hit haben, wo irgendetwas gut läuft, alles zu mir zurückkommt. Das ist eine gute Situation. Er hat aber sehr lange gebraucht, fast 5 Jahre gebraucht, das Netzwerk aufzubauen. Und ich international, auch dadurch, dass ich multisprachig bin natürlich und Connections habe überall, dass ich das so machen kann. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel, wir sind bei der grössten App-Firma in Amerika, Comixology, Comic-Apps, die haben schon über 100 Millionen Comic-Apps verkauft. Den haben wir jetzt immer dabei. Das ist ein ganz wichtiger kommender Merk für uns, also dass wir dort digital dabei sind. Unsere Webseite wird jetzt neu formatiert und wir werden jetzt ein bisschen mehr so ein bisschen Richtung YouTube und so weiter machen. Ich sehe schon, dass es ein bisschen mehr so ein bisschen das Transmedia-Modell für die, die sich ein bisschen auskennen mit solchen Sachen. Also es hat wirklich mehr Multimedia, dass wir auch zum Beispiel mehr Games und Filme machen, zum Beispiel, wo direkt tied in sind mit unseren Comics und so weiter und so fort. Also jetzt haben wir jetzt mal die Bücher gemacht und die Bücher sind schön und gut, weil es ist ein einfacher Weg verhältnismäßig zum Geld machen. Aber man versucht es schon, das jetzt ein bisschen grösser anzulegen. Also ich würde sagen, 5 Jahre sicher ein Multimedia-Unternehmen, also nicht nur Comics, sondern auch Apps, Games, Trickfilme, was auch immer, oder? Und dann hoffentlich dann weiter von dort. Was mit mir passiert ist in Amerika,
muss ich sagen, seit ich für die Schweiz eigentlich gegangen bin, in der Schweiz bin ich irgendwie, das sieht man jetzt in diesem Buch sehr schön, wie ich mich geändert habe vom Schweizer eigentlich, weil die Schweiz ist mir doch schon sehr behütet eigentlich. Also man ist ein kleiner Land, das Land läuft eigentlich recht gut. Also natürlich gibt es auch Korruption und bla bla bla, aber es ist ein verhältnisüberschaubarer Rahmen. Und dann geht man nach Amerika und dann merkt man, ja, die Sachen laufen eben einfach ganz, ganz anders da. Und man kann sich einfach nicht davor retten, halt einfach, wenn man so lang ist wie der war wie ich, man einfach wirklich zynisch wird. Und merkt halt, Menschen sind halt nicht wirklich immer gut. Und es gibt ganz, ganz viele böse Menschen auf dieser Welt, die einfach nichts Gescheites zu tun haben, als einem irgendwie abzuzocken und über den Tisch zu reissen und so weiter und so fort. Und das geht auch ganz, bis ganz, ganz offen in die Regierung und jenseits von der Regierung. Ich bin sehr interessiert worden an so Verschwörungstheorien. Durch das auch 9-11, wir sind da gewesen, also ich bin in der Ecke gewesen, ich habe das gesehen, oder? Ich kenne Leute, die im Gebäude nebendran gewesen sind, die mit Videokamera aufgesehen, also wirklich grauenhaftes Zeug eigentlich. Und man wird da wirklich da irgendwie das Ganze ein bisschen involviert und so. Und ein Tell ist irgendwie so eine Mischung, ich habe mir dann überlegt, ja, niemand hat eigentlich je einen Superhinter-Comic für die Schweiz gemacht. Originalerweise hätte es eigentlich eine andere Idee sein sollen. Dann habe ich mir überlegt, aber doch, aber Tell, das war auch während der Bankenkrise, wo die Schweiz mit der UBS und Credit Suisse ganz oben mitgemischt hat. Dann habe ich gemerkt, okay, gut, so Illuminati, UBS, vielleicht doch nicht so weit voneinander weg, wie man originalerweise mal gedacht hat. Oder? Und dann noch Tell und Superhelden ein bisschen reinmischen. Also es mischt so ein bisschen Superhelden-Klischees wie Batman, ein bisschen Science-Fiction, so Robocop-mässiges Zeug, mit halt Verschwörungssachen wie die ganze Illuminati-Bankenkrisen und so weiter und so fort. Und das alles vermischt zu so einem interessanten Melange. Ich muss aber auch noch zufügen, dass wir schaffen jetzt einen historischen Tell-Comic, den ich nicht selber zeichnen werde. Aber wir werden es als Verlag rausgeben. Und das wird dann sehr, weil es gibt auch Nachfragen nach dem Historischen. Es gibt auch keinen guten historischen Tell-Comic, der sehr schön gezeichnet ist. Also das gibt es jetzt einfach nicht. Und das wäre jetzt auch etwas, wo ich das Gefühl, die Leute würde interessieren, auch Touristen zum Beispiel. Ich sehe mich in der Gesellschaft eigentlich eher außerhalb. So Planet Erde. Und da ist irgendwie der Boller-Satellit, der drum herumfliegt. Das ist ein Thema, das ich mich schon sehr, sehr lange eigentlich nicht mehr damit befasst habe. Es hat mich wirklich befasst, als ich so 20 war. Musst du dir mal vorstellen, all deine Kollegen gehen in die Lehre oder in die Schule oder studieren und du hockst daheim und zeichnest Bildchen. Dann denkst du irgendwie, ja, ich bin der Einzige, der nie weggeht eigentlich. Oder? Du bist, von dort her bist du auch schon ausgesondert. Oder? Und als Selbstangestellter bist du sowieso eigentlich so wahnsinnig für dich selbst. Das Verantwortungsbewusstsein, das du musst haben, sagen wir mal so, für dich ist es so hoch. Weil du kannst nie den Finger auf irgendjemanden zeigen, du kriegst keinen Zahltag. Genau, du bist wirklich eigentlich immer einen halben Schritt weg vom Obdachlosen, bös gesagt. Oder? Wenn du nicht das innere Vertrauen hast, dass du das wirklich kannst machen. Oder? Und von dem her gesehen habe ich das Gefühl, dass wo ich mal durchgegangen bin, mir das gesellschaftlich zu überlegen und so, hat mich das eigentlich nicht mehr gestört. Also ich sehe mich irgendwie schon als Teil der Gesellschaft, natürlich, ich muss ja existieren, wir sind nicht alleine. Aber ich sehe mich jetzt nicht, ich bin ja nicht Teil von irgendeinem Club. Das ist ein interessantes Thema mit dem Ausgleich und Freiheit und so weiter und so fort. Ich bin schon ein bisschen ein Workaholic. Das ist natürlich einfach in der Arbeit. Ich lebe meine Arbeit, ich habe das schon immer gemacht. Das ist Teil von mir. Ich sehe das schon als Job in einem gewissen Sinn, aber ich sehe es auch, wenn ich es nicht hätte, ja, dann wäre ich eigentlich fertig. So von dem her gesehen, ich nehme sehr selten Freitag eigentlich. Also sehr, sehr selten. Teil des Monats keinen. Ich kann auch kürzlich lustig, dass du das gerade sagst, man kann kürzlich ein Buch über Burnout gekauft. Haben wir müssen herausfinden, dass ich eigentlich überhaupt nicht gefährdet bin. Ich bin eine der wenigst gefährdeten Gruppen, weil ich kreativ bin. Und es ist eigentlich immer ein Austausch dort. Also ich habe das Gefühl, solange der Austausch gewährleistet ist, dann kann man sich auch wirklich hart pushen. Natürlich hat man seine Limit. Ich bin einer der Jüngsten, ich kann nicht mehr durcharbeiten. Ich habe damals in Amerika normalerweise eine Freinacht gemacht pro Woche und dann zwei Freinächte die folgende Woche. Also 48 Stunden am Stück. Das kann man machen, wenn man Anfang 20 ist. Das kann man nicht mehr machen, wenn man jetzt in meinem Alter ist. Also ich kann jetzt schon versuchen, relativ gute Bankerstunden zu haben, wie man so schön sagt. Aber regelmäßig und dann aber einfach wirklich dann fix zu arbeiten eigentlich. Aber natürlich, also ab und zu mal Ferien zu haben, ist schon schön. Und wenn ich sage einen Austausch, in dem Sinn von der Kreativität. Weil Kreativität, du gibst einen Teil von dir. Und durch das, dass du etwas gibst, kommst du eben auch wieder etwas zurück. Also ich sage das im Vergleich zum Beispiel zu einem Lehrer. Oder zum Beispiel, wo Burger flippt. In McDonalds. Also der macht einen Burger, der Burger wird gegessen, dann ist er weg und das ist es. Ein Lehrer gibt,
emotional, er gibt seine Lehrsachen und die Schüler liegen weg. Oder sie sagen nie danken oder was auch immer, das ist kein Austausch, er gibt. Aber gut, man kann Lehrer sagen, es ist schön, wenn die Schüler letztendlich etwas gelehrt haben und sie kennen es dann richtig, vielleicht ist das der Preis. Ich weiß nur, dass Lehrer bei Burnout die alleroberste Gruppe sind, die gefördert sind. Aber es sind viele so Sachen, oder also Deskjob, also wie sagt man, so Bürokratenzeug, wo man einfach immer gibt, aber es ist nicht ersichtlich, was man wirklich zurückbekommt, oder? Und für mich geht es ja auch ein bisschen, ich sehe das sehr so ein bisschen in eine Zen-Richtung. Also für mich ist nicht das Zurückbekommen, dass ich die Bücher in der Hand habe. Das ist für mich Material, das ist der Zweck heiligt die Mittel. Sondern für mich ist eigentlich während dem Arbeiten, die Freude, die ich habe während dem Arbeiten, ist eigentlich mein Alltag zu einem gewissen Punkt. Oder? Und das meine ich, man denkt sich etwas aus, man ist kreativ und während man arbeitet, hat man die Freude und das ist dann der Ausgleich. Oder? Also mit Kritik heutzutage beschäftigt mich nicht mehr. Ich sehe dann manchmal schon, wenn ich etwas lese, ich versuche nur so zu finden, warum hat die Person es jetzt geschrieben. Also es gibt jetzt zwei, die mir jetzt in den Sinn kommen, die wirklich, wirklich absolut zerstörend waren. Also wo jetzt jeder andere wahrscheinlich irgendwie eine Träne gewesen wäre für Tage. Aber dann, wenn man Kritik dann genau durchliest, merkt man schon im Teil, was das Motiv dahinter war. Und das ist dann wieder, da versöhnt man sich dann auch wieder. Aber prinzipiell, ich habe das Gefühl, man muss sich auch, das ist vielleicht noch gut, wenn es einen kommenden Künstler anschaut, man muss wirklich sich ganz, ganz klar bewusst sein, dass man einen Kritiker, eine Kritik über ein Buch schreibt, das man macht, der Kritiker kennt einen als Person und attackiert einen als Person und nicht direkt, sondern das Werk. Das heisst, man muss da irgendwo eine gewisse Distanz schaffen und darf das eben nicht zu persönlich sehen. Auch wenn das Werk persönlich ist, was es ja auch ist zu einem gewissen Punkt, der Kritiker kennt, der kommt ja nicht zu einem heim und schlägt rein über den Kopf oder so. Also das ist irgendwie, der persönliche Kontakt ist nicht dort. Wenn man das mal weiss, dann nimmt man es auch nicht mehr persönlich. Wir haben in den USA Mitte 90er Jahre eine ganz, ganz schlimme Comic-Krise gehabt, wo der zweitgrösste Vertrieb bankrott angemeldet hat. Und das ist absolute Katastrophe. Das hat den Markt gerade um 80% geschrumpft, über Nacht. Also die haben damals teils noch Millionen Auflagen gehabt, jetzt sind die Auflagen im besten Fall noch so um die 100'000 rum. Was passiert ist in den Anfang 90er Jahren, ist, dass sehr viele Leute Comics gekauft haben, weil sie das Gefühl hatten, sie hätten etwas wert. Woher das die Idee kommt, ich weiß es nicht, aber es ist so gewesen. Das heisst, was die Leute gemacht haben, sie haben ein Heftchen gekauft zum Lesen und eins zum Sammeln. Das heisst, sie haben eigentlich doppelt so viel gekauft. Dadurch ist der ganze Markt extrem ist eine grosse Inflation passiert auf dem Markt. Und der Markt war einfach sehr, sehr viel zu hoch eingeschätzt. Oder? Und es hat damals zwei grosse Vertriebe gegeben. Und wo die Leute plötzlich gemerkt haben, dass sie eben nicht wert sind, die Comics, dann haben sie aufgehört zu kaufen. Und das ist relativ schnell gegangen, also innerhalb von ein paar Monaten. Und da hat es gerade der eine Vertrieb einfach gerade verklopft. Und das sind sehr, sehr viele kleinere Verlage auch wirklich dann finanziell ins Bedrängnis gekommen, weil die grossen Vertriebe natürlich, also bei dem Verlag, den ich geschafft habe, die hat dann irgendwie 100'000 was Dollar geschuldet, wo die plötzlich über Nacht nicht hatten. Das ist für einen kleinen Verlag, das ist sehr viel Geld. Ich habe damals bei einem kleineren Verlag das Chaos-Mund gemacht. Und das war eben wirklich schade, weil wir haben die erste Nummer hätte sollen rauskommen im Oktober. Das heisst, wenn das Heft rauskommt im Oktober, dann wird das im Vertriebskatalog drin sein im Juli. Im Juli haben die Bestellungen angenommen. Im August hat der Vertrieb geklopft. Das heisst, gerade wo die Bestellungen bekommen haben, wir haben jetzt 27'000 Heft verkauft. Und letztendlich haben wir nur noch 7'000 verkauft. Nur weil sie geklopft haben. Und dann haben wir noch Alternativcovers gehabt mit drei anderen, einen kleineren Vertrieb. Die haben aber auch nur 4'500 verkauft, die haben jetzt alle auch geklopft. Das heisst, von dem, was wir eigentlich hatten, haben wir praktisch nichts mehr bekommen. Ich glaube, die erste Abrechnung war schon irgendwie $900 gewesen. Das heisst, von diesen 27'000 auf $900 runter. Und das sind so die Sachen, wo man sich dann irgendwie denkt, oh wow, okay, gut. Das ist jetzt, wo ich mit dem nichts zu tun hatte, weil letztendlich mein Heft war genau gleich. Ich glaube, es hilft auch ein bisschen, um sich durchzusetzen letztendlich. Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, es vergeht praktisch keinen Tag, wo ich nicht aufgeben will. Ich sage das jetzt aber schon seit 20 Jahren. Also das darf man nicht so ernst nehmen. Oder? Es ist halt einfach ein verdammtes Geschäft, weil Margen sind extrem tief.
Und für mich der einzige Weg, den ich wirklich sehe, dass das laufen kann, ist, wenn ich das jetzt wie zum Beispiel mit meinem eigenen Verlag mache, wo ich ganz oben bin bei der Geldquelle. Das ist eigentlich, was ich gelernt habe. Oder? Also nicht vom Verlag abhängig sein, sondern selber der Verlag sein und ganz dann oben mit dem Vertrieb und so weiter mitmischen. Aber wir haben jetzt schon versucht, jetzt mit anderen Titeln auszubrechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, das kann ich sagen, im Oktober ein Anti-Scientology-Comic rauskommt. Das heisst In der Sekte, mein Leben in Scientology. Das ist von zwei Franzosen gemacht. Und das ist jetzt zum Beispiel jetzt ein Comic, was am Graphic Novel Format, das ist so in dem Format eigentlich, was auch mit Klappenbroschüren und so gebracht wird. Und das ist jetzt vom Inhalt her etwas, was Leute außerhalb vom Comic-Bereich ansprechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon sehr positives Feedback bekommen von Leuten, die mit Comics überhaupt nichts zu tun haben. Wir planen auch für Oktober, Shiva Band 1, das erste Mal, dass indische Comics in Europa rauskommen. Geschichten mit Shiva und so. Und da tun wir jetzt auch so ein bisschen die Tamilen, die wir in der Schweiz haben, ein bisschen targeten. Also die zweite, dritte Generation, die jetzt ja eigentlich daheim mit der Kultur aufwächst, aber eben Deutsch redet und nichts zum Lesen hat. Oder? Und das ist wirklich authentisch indisch gemacht. Das ist nicht irgendjemand, der versucht, sich das zu faken oder so, oder? Sondern das ist wirklich. Da werden wir jetzt die Ersten sein, die das machen. Oder? Und das ist jetzt natürlich auch, da versuchen wir ein bisschen die Expatriate Community anzusprechen. Das ist etwas, was außerhalb des Comic-Bereichs ist. Also wir versuchen schon jetzt mehr und mehr eigentlich Themen anzusprechen, die außerhalb des Comic-Bereichs sind. Ich sehe einfach keine Zukunft, nur eigentlich immer die gleichen paar Tausend 18- bis 45-Jährigen etwas zu verkaufen. Oder? Wir arbeiten da ein Projekt jetzt für 2015, wo gleichzeitig als Comic und auf YouTube auch mit Webisoden und als iPad-Game rauskommt dann letztendlich. Das ist eigentlich wirklich so das Ziel, dass man wirklich Projekte entwickelt, wo Firmen der Firma gehören, aber wirklich sich auch Multimedia vermarkten lassen. Es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn man jetzt mal anschaut, wir haben ja schon das Google AdSense-Account zum Beispiel auf unsere Webseite und wir schon Geld machen damit. Und wenn wir das gleiche AdSense-Account eben auch bei YouTube können brauchen und so weiter und so fort. Also, das sind jetzt so also Business-Sachen, oder? Aber da muss man eben daran denken, wie kann ich das versuchen, cross-exploiten eigentlich. Also versuchen, das irgendwie auf verschiedene Arten zu brauchen, oder? Aber Trickfilm ist definitiv etwas, also es gibt sie auch mit einer neuen Software, die es gibt und so, ist auch viel einfacher geworden, wo ganz oben ist auf meiner Liste.